herzliches Hallo, hier ist wieder Metzingen 24 Fokus. Wieder ist ein Monat vergangen und wir waren wieder fleißig für euch unterwegs und haben euch aus dem Oktober diese Themen mitgebracht. Alpenländisches Flair mitten in Metzingen mit dem Restaurant Almresi. Abriss des ehemaligen Alpenzentrums. Internationales Flair beim Fashion City Event in der Outlet City. Auf dem G&V-Areal wird ein Bürgerpark errichtet. Fetzige Musik und leckere Weine beim 7-Kätern-Fest. Bäcker Beck bleibt in seinem bisherigen Standort in Neuhausen. Weinherbst mit verkaufsoffenem Sonntag in Metzingen. Und wir berichten euch von unserem Neuzugang im Metzingen 24-Team. Kommen wir nun zu den einzelnen Themen. Eröffnung des Restaurants Almresi in der Outlet City. Am 4. Oktober eröffneten Franz und Diana Thoma, die übrigens mit den Skispringern Georg und Dieter Thoma verwandt sind, das Almresi Flagship Restaurant auf dem Hugo Boss Platz in der Outlet City Metzingen. Seitdem gibt es dort werktags bis 21 Uhr und sonntags bis 18 Uhr leckere Dinge wie luftgetrockneten Bergschinken und Almkäse, knusprigen Flammkuchen und knackigen Salat mit Ziegenkäse und Walnüssen. Aber auch Rösti oder ein köstlicher Braten mit Rotkraut und Spätzle stehen auf der Speisekarte. Zum Abschluss einen leckeren Apfelstrudel aus dem Ofen oder einen echten Kaiserschmarrn runden den Besuch bei Almresi ab. Wir haben das Restaurant bereits für euch getestet und finden, dass sich ein Besuch nicht nur wegen des Essens lohnt. Allein das alpenländische Flair mitten in Metzingen sollte man einfach mal gesehen haben. Abriss des alten Zentrums in Metzingen. Das war dann mal weg, hieß es im Oktober, als die Bagger ihre schweren Abrissgeräte an das 1982 erbaute alten Zentrum in Metzingen ansetzten. Gerade einmal 37 Jahre überlebte der Erweiterungsbau Haus am Eck des Altenheim Metzingen, bevor er jetzt dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die neuesten Auflagen für ein zeitgemäßes Altenheim ließen keine andere Lösung zu, als 300 Meter weiter einen Neubau zu erstellen und diese Immobilie zu verkaufen, so der Geschäftsführer des Altenzentrums. Der neue Besitzer, die IW Plan aus Calw, baute nun eine neue Wohnanlage mit 2 Gebäuden und insgesamt 36 Wohneinheiten, einem kleinen Park und einer kleinen Tiefgarage. Die Tiefgarageneinfahrt soll direkt neben der Totaltankstelle erfolgen. Fashion City Event Outlet City Metzingen. Am 11. Oktober fand ein ganz besonderes Fashion City Event mit Midnight Shopping bis 24 Uhr statt. Mit diesem Event feierte die Outlet City Metzingen die Neuausrichtung der Marke Outlet City als City of Fashion. Spektakuläre Events und atemberaubende Dekorationen waren an diesen Tagen an verschiedenen Plätzen der City zu erleben. Die verschiedenen Areale der Outlet City wurden an diesem Tag zumindest thematisch gleich den großen Metropolen dieser Welt. So wurden aus dem Lindenplatz New York, aus dem G&V-Areal Paris, aus dem Schwenkel-Areal Mailand und aus der City Mall wurde Shanghai. Es gab in jedem Bereich ein passendes Rahmenprogramm und natürlich auch Köstlichkeiten für den knurrenden Magen. Wer Angst hatte, in dieser Nacht wie an einem verkaufsoffenen Sonntag von Menschenmassen durch die Stadt geschoben zu werden, dem können wir sagen, es war nicht so. Man konnte tatsächlich genüsslich durch die Areale ziehen. Die Massen kamen dann erst einen Tag später am Samstag. Bürgerpark auf dem G&V-Areal. Spaziert man einen schönen Sonntag durch die Outlet City und schlendert über den neuen Hugo Boss Platz, so sieht man viele Menschen, die es sich dort vor dem Marché Mövenpick, Almresi, Starbucks oder Amorino gemütlich machen. Auch viele Kinder sieht man an dem großen Piratenschiff hinter dem Marché aufgeregt spielen. Für uns bedeutet das, dass neben den Millionen von Outlet-Kunden auch die Metzinger Bevölkerung und Menschen aus den umliegenden Gemeinden den neuen Hugo Boss Platz als interessanten Aufenthaltsort für ihre Freizeit entdeckt und angenommen haben. Jetzt setzt die Stadt Metzingen und die Holy AG bis zum Jahresende noch einen drauf. Rings um den G&V-Schornstein soll bis Ende 2020 ein Bürgerpark entstehen. Eine grüne Oase, die bis direkt an die Ärmste reichen soll. Wege werden neu angelegt, jede Menge Sitzgelegenheiten, viele grüne Flächen und selbst eine Gastronomie sollen dort entstehen. Finanziert wird der größte Teil durch den Besitzer des Geländes, der Holy AG. 270.000 Euro steuert die Stadt Metzingen dabei. Dafür soll das gesamte Gelände nach Baufertigstellung in das Eigentum der Stadt Metzingen übergehen. Man darf also gespannt sein, wie dieses neue Areal in einem Jahr aussehen wird. 7-Kätern-Fest in Metzingen.
Wie seit vielen Jahren waren auch beim 43. Kelternfest vom 19. bis zum 27. Oktober unter der Federführung des Förderkreises Metzinger Keltern verschiedene Vereine aktiv. Die Stadtkapelle Metzingen, der Musikverein Neuhausen, der Liederkranz Eintracht und die Arbeitsgemeinschaft Glemser Vereine sorgten für eine ganze Woche lang für fetzige Musik und leckere Weine. Nichts geht mehr, hieß es nahezu an jedem Abend. Wer nicht vorab reserviert hatte, hatte schlechte Karten, einen Sitzplatz zu bekommen. Vielleicht sollte man dieses Konzept einmal überdenken und Reservierungen für dieses Event grundsätzlich abschaffen, so wie das bislang die Stadtkapelle Metzingen praktiziert. Dann kommt auch einmal der Spontanbürger in den Genuss, das Metzinger Kelternfest besuchen zu können. Frei nach dem Motto, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Bäcker Black bleibt an seinem Standort im ehemaligen Nahkauf. Die Meldung von Bäcker Beck, dass er auch weiterhin im ehemaligen Nahkauf in Neuhausen bleiben wird, hat viel Begeisterung in der Bevölkerung hervorgerufen. Die bisherige Pächterin des Nahkaufs hat inzwischen den Verkauf geräumt und den Laden zum 31. Oktober an Rewe übergeben. Wie es genau mit dem Nahkauf weitergeht, steht leider noch nicht fest. Laut Rewe muss der Laden zunächst einmal dringend energetisch saniert werden, damit dort ein rentables Geschäft von einem neuen Händler eröffnet und geführt werden kann. Bäcker Beck sollte man indes so lange die Stange halten, sodass er auch weiterhin in Neuhausen bestehen kann. Seine Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 7 bis 17 Uhr. Weinherbst mit verkaufsoffenen Sonntag in Metzingen. Etwa 30.000 bis 40.000 Besucher aus nah und fern zog es an diesem Sonntag zum Weinherbst nach Metzingen. An diesem Tag konnte man eine Weingenusstour durch ganz Metzingen unternehmen. Neben vielen Metzinger Einzelhändlern und Gastronomen hatten an diesem Sonntag auch alle Marken in der Outlet City geöffnet. Auf dem Schwenkel-Areal fand man kulinarischen Herbstgenuss mit Weinen aus der Region sowie Soulmusik mit dem Konstantin Trio als musikalische Umrahmung. Einen Herbstmarkt mit regionalen Angeboten und lokale Weinspezialitäten konnte man auf dem Lindenplatz entdecken. Für gute Stimmung sorgte dort die Drive-Combo. Auch mächtig was los war auf dem Rathausplatz. Dort hatte der Auhof Neuhausen eine Weinlaube aufgebaut. Für Kinder gab es eine coole Seifenblasenshow und für das leibliche Wohl sorgten die einheimischen Gastronomen Schönweins, Martinis und Drammis. Für die Unterhaltung zeichneten die Musikschule Metzingen und das Duo Sahara auf einer extra dafür aufgebauten Bühne verantwortlich. Ein Kinderkarussell drehte auf dem G&V-Areal seine Runden. Dort gab es auch ein vielfältiges Angebot an kulinarischen Spezialitäten sowie Weine aus der Region. Popcover und groovige Brass-Sounds gab es mit dem Vitali-Erit-Duo und den Louisiana Funky Brats. Ein wirklich grandioser Tag für viele Menschen aus nah und fern. Ein dickes Lob an die Metzingen Marketing Tourismus und die Stadtverwaltung Metzingen, an alle unsere Gastronomen und an alle Einzelhändler, die an diesem Sonntag mitgezogen und geöffnet hatten. Und zum Schluss noch eine Neuigkeit aus dem Metzingen 24-Team. Im zarten Alter von 12 Wochen ist Tammy als jüngstes Mitglied unser Team aufgenommen worden. Sie senkt damit nicht nur den Altersdurchschnitt, sondern sorgt auch für einen gewissen Ausgleich in Sachen Frauenquote im Metzingen 24-Team. Tammy liebt es beim Verfassen unserer Postings hautnah mit dabei zu sein. So können wir ab sofort alle Rechtschreibfehler der kleinen Dame die Schuhe schieben. Denn nichts liebt sie mehr, als den Fingern auf der Tastatur nachzujagen und selbst hier und da einmal einen kleinen Tapser mit ihren kleinen Pfoten zu hinterlassen. Unser Baby wird sich ab sofort um alle tierischen Belange in unserem Metzingen kümmern. In unseren Stories findet ihr zudem immer mal wieder ein paar Momentaufnahmen aus dem spannenden Leben einer Babykatze, die die Welt für sich zu entdecken beginnt. Wenn ihr dem Hashtag TammyTheCat folgt, werdet ihr garantiert nichts verpassen. Das war es wieder für heute aus dem Metzingen 24 Fokus Studio. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr das Video fleißig teilt und uns ein Like schenkt. Wir sehen uns dann wieder zum nächsten Metzingen 24 Fokus Magazin. Ich bin Nina Schenk, bis bald.